Ja, Leute, willkommen zurück zu Legend of Zelda Wind Waker HD. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind jetzt mit unserem, ich weiß gerade wirklich nicht mehr, wie ihr heißt, mit unserem kleinen Boot sind wir hierher gekommen. Ich glaube, wir sind jetzt wieder bei der Bastion, oder? Lesen. Ja, wenn es unbedingt sein muss. Die explosiven Pflanzen nicht reizen. Ach so, okay. Ja, dann lassen wir die mal in Ruhe, würde ich sagen. Windschrein Postbotenhaus. Ja, gehen wir mal in Richtung Windschrein. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung, wo wir überhaupt hin müssen. Ist das dieser Windschrein? Können wir da rüber? Ja, wir können schon rüber. Hoppala, Moment mal, Leute. Ganz kurz. Sorry, Leute. Ich musste ganz kurz was schauen. Info. Dort sind Zeichen, welche Richtungen anzugeben scheinen. Auf, also rauf, links, rechts. Und was ist das hier? Rauf, also rauf, links, rechts. Und was genau soll das bedeuten? Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Egal. Und was ist das hier? Eine Krabbe. Mhm. Ja, schauen wir uns mal um hier. Mhm. Ja, Gott sei Dank springt Link mehr oder weniger quasi automatisch auf diese ganzen... Achso, das können wir aufheben? Nee, das ist für Link eindeutig zu schwer. Aber wie kam ich da rauf? Moment mal, müssen wir vielleicht da auf der Seite? Nee, das geht ja auch nicht, oder? Achso, da hinten ist noch ein Weg. Ja, deswegen spiele ich so selten RPGs, weil das manchmal so richtig verquer ist. Was ist das hier? Aufheben. Ach so, Moment mal, müssen wir die auf die Pflanzen werfen? Ach ja. Aber die wachsen immer wieder nach. Alles klar, ach so. Okay, wir müssen sie einfach auf den Felsen werfen, oder? Ja, okay, hat jetzt nicht viel gebracht, aber... Nein! Ja, ich wollte gerade sagen, dass wir jetzt... Okay, ungefähr so, jetzt habe ich es kapiert. Mhm. Ja, deswegen ist es ja für mich eigentlich sogar blind, weil ich weiß davon überhaupt nichts mehr. Aber, okay, diesen Stein konnten wir zerschlagen, also zerstören. Aber, muss ich jetzt einfach beide nacheinander schmeißen? Wie ist denn das? Nein! Okay, wie kann man sich nur so blöd anstellen? Ja, weil Link von Haus aus relativ... Ah! Und wir bekommen ein paar Herzen dazu. Ja, das ist super. Nein, nicht rollen. Du sollst das Ding aufheben. Ja, bitte. Ja. Ja, okay. Ja, zumindest einen goldenen bekommen wir. Ja, ich weiß überhaupt nicht, was diese Währung hier überhaupt bringt, aber spielt ja auch keine Rolle. Jawohl. Das haben die ja lustig gemacht. Ja, kann man nichts sagen. Okay, da ist wieder ein... Ja, gut. Jawohl, das war jetzt eigentlich ein Zufallstreffer, aber Zufallstreffer sind auch gute Treffer, würde ich jetzt mal so sagen. Cool. Anpressen. Mhm. Ja, die Musik ist hier auch nicht unbedingt... Ja, etwas... So eine Mischung aus erholsam und gleichzeitig irgendwie aufwühlen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Sind wir jetzt nur wie diesen blauen Scheiß da? Ja, Entschuldigung, aber es ist so. Ja, dann müssen wir das jetzt wahrscheinlich wieder. Nein, nein! Ja, ich wollte gerade sagen, das war jetzt mein Fehler. Einfach in die Ecke schmeißen, würde ich jetzt so spontan sagen. Ja.
Ja, Link, du bist schon ein... Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber... Ja! Ja, geil, das war jetzt ein Zufall. Ja, hier könnte man Briefe austauschen oder sowas, aber ich spiele ja nicht online, ne? Link, sei mir gegrüßt, Link. Du bist also wohlauf. Aber sag mir, wie hast du es nur geschafft, hierher zu kommen, so ganz ohne Flügel? Und was ist mit deiner Schwester? Verstehe. Aber mach dir keine Sorgen, es geht hier bestimmt gut. Aber Link, was hältst du davon, mal bei unserem Stammesführer vorstellig zu werden? Ich habe allen von deiner Tragödie erzählt und sie haben sich sehr besorgt und voller Anteilnahme gezeigt. Ich bin mir sicher, unser Stammesführer wird dir mit viel Verständnis und Hilfsbereitschaft begegnen. Am besten, ich gehe schon mal voraus und setze ihn über dein Kommen in Kenntnis. Komm später einfach nach, Link. Also dann, ich erwarte dich. Okay, ich habe gerade vergessen, wer das eigentlich ist. Ganz ehrlich. Egal. So wichtig kann er nicht sein, wenn ich ihn eh vergessen habe. Wobei, ich vergesse ja viel, ne? Zumindest. Ich wollte eigentlich ihn nicht runterschmeißen, ich wollte ihn eigentlich... Ja, genau. So, dann gehen wir mal da rein. Und, konntet ihr herausfinden, warum der große Walu so außer sich ist? Oh, du musst Link sein. Larziel hat... Okay, der heißt Larziel. Larziel hier hat mir alles erzählt. Du hast mein vollstes Mitgefühl. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, zögere bitte nicht, mich darum zu bitten. Ich werde alles für dich tun, was in meiner Macht steht. Allerdings sehen wir uns auch gerade mit einem unangenehmen Problem konfrontiert. Ist dir der wütende und tobende Drache auf dem Berggipfel aufgefallen, als du zu unserer Insel gekommen bist? Wie du ja weißt, sind das Fliegen und die Lüfte das tägliche Brot des Volkes der Orni. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass wir den Drachenberg besteigen und vom großen Walu einer seiner Drachenschuppen überreicht bekommen. Sobald wir das Erwachsenenalter erreichen, dieses ermöglicht es dann, dass unsere Flügel wachsen. Aber seit kurzem ist der sonst so sanftmütige Walu ganz außer sich vor Wut und man kann sich ihm in seiner Rage gar unmöglich mehr nähern. Dies hat zur Folge, dass die Flüggenkinder dieses Jahr nicht auf den Drachenberg zum großen Walu gehen und ihre Drachenschuppen in Empfang nehmen können. Somit werden ihnen keine Flügel wachsen und sie können nicht gemäß der Tradition unseres Volkes leben. Und als Stammesführer der Orni ist es daher im Moment meine dringendste Pflicht, dieses für mein Volk verheerende Problem zu lösen. Ich bin wirklich untröstlich, aber dein Anliegen wird leider warten müssen, bis diese Angelegenheit ausgestanden ist. Werter Stammesführer, vielleicht wäre es eine gute Idee, Link in der Zwischenzeit wegen der Sache mit eurem Sohn Komori um Hilfe zu bitten. Wie ihr ja selbst sehen könnt, steht hier ein tapferer junger Mann vor euch. Ich bin davon überzeugt, dass Komori sich ihm öffnen wird. Da magst du recht haben. Du musst wissen, mein Sohn Komori ist ebenfalls im Flügelalter und müsste sich unbedingt seine Flügel wachsen lassen. Doch leider hat er ein sehr ängstliches Gemüt. Aufgrund dieses Zwischenfalls mit Walu hegt er nunmehr gar keine Hoffnungen, seine Flügel zu bekommen. Glaubst du, du kannst mir helfen? Vielleicht geht ja ein wenig von deinem Mut auf ihn über, wenn er dich kennenlernt. Darf ich dich darum bitten, meinen Sohn zu retten? Entschuldigung. Danke, das ist sehr großzügig von dir. Wir werden ebenfalls alles daran setzen, unser Problem schnell zu lösen, damit wir danach dich in deiner Notlage unterstützen können. Ich möchte, dass du meinem Sohn etwas Bestimmtes überbringst. Ich habe es einem Mädchen namens Medoli in Verwahrung gegeben, also frag sie bitte danach. Vielen Dank nochmals für deine Hilfe.
Ach ja, Link, ich habe hier noch etwas für dich. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Du hast die Posttasche erhalten, eine praktische Tasche, in der du allerlei Dinge befördern kannst. Willst du ihren Inhalt sehen? Ja, das kennen wir ja schon. Medulli findest du in deinem dem Zimmer oben. Überlass die Angelegenheit mit Valu ruhig uns. Kümmere du dich bitte um Komori. Ja, wundert euch nicht, warum ich hier im Lesen extrem schlecht bin. Die Dialoge sind ja teilweise wirklich komplizierter geschrieben, als ich überhaupt gelernt habe, ne? Okay, wir sollen jetzt mit der Medulli reden. In welchem Zimmer? Hier gibt es ja mehrere. Ist sie das? Ah, ich weiß Bescheid über dich. Du bist der Junge, der aus gewissen Umständen heraus alles Mögliche... Sag mal, dann hast du nicht vielleicht ein paar Goldfedern dabei? Meine Freundin hätte nämlich gerne welche, weißt du? Und ich habe ihr natürlich leichtfertig versprochen, ihr welche zu schicken. Nee, habe ich leider nicht. Das ist sie, oder? Tatsächlich, du trägst ein grünes Gewand und einen grünen Hut. Du musst links sein, nicht wahr? Ich bin die Maid des ehrenwerten Hüters Valu, der auf dem Drachenberg wohnt. Mein Name ist Medulli. Nun ja, eigentlich bin ich noch in der Ausbildung. Der Stammesführer bat mich, dir das hier zu überreichen. Er hätte gerne, dass du es seinem Sohn Komori bringst. Du hast den Brief von Vater erhalten, ein Brief an Komori von seinem Vater. Erstmal in deiner Posttasche verwahren und dann schnell zu Komori bringen. Wenn du ihn herausnehmen willst, wähle die Posttasche und lege ihn, okay? Komoris Zimmer findest du unten im hinteren Bereich. Bitte sei nicht beleidigt, falls Komori unfreundlich zu dir sein sollte. Er meint es wirklich nicht böse. Ach ja, und Link? Ich hätte da noch eine Bitte an dich. Wärst du bitte so gut, danach zum Aufgang am Drachenberg zu kommen? Worum es geht, sage ich dir dann. Ja, einem hübschen Mädchen mit einer komischen Nase oder also einem Schnabel. Ach so, die haben ja jetzt diese Phase, wo sie sich quasi in vögelähnliche Wesen verwandeln. Das heißt auf gut Deutsch gesagt, das hintere Zimmer, das dürfte das hier sein, oder? Mhm. Das heißt also auf gut Deutsch gesagt, die verwandeln sich sozusagen in vogelartige Wesen, oder? Oh shit, bin ich jetzt falsch gegangen? Ja, ich glaube schon. Ja, das riskiere ich jetzt noch nicht, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Wir müssen also diesem Komori ein bisschen von unserem Mut geben. Na, das kann ja heiter werden. Und Entschuldigung, wenn meine Leserei etwas zu monoton ist, ich kann das leider nicht ändern. Ach, das ist Komori? Wer bist du denn? Ach so, jetzt muss ich ihm den Brief geben, oder? Ja. Bis zu 8. Was ist denn das hier? Tingelflasche. Ach so, das brauchen wir gar nicht, oder? Nee. Okay, wo haben wir denn hier? Was willst du denn von mir? Ich habe gerade keine Lust, mich mit jemandem zu unterhalten. Ich will dir ja nur den Brief geben. Ja, ich check's gerade nicht, wo der Brief überhaupt sein soll. Nein, nicht Karte. Was ist denn? Nee. Items. Eine Tasche, in der du allerlei... Ah ja, hier. Genau. Den drücken wir mal auf X. Genau. Mhm. Und den geben wir ihm mal. Ein Brief? Von meinem Vater? Aufmunternde Worte zu schreiben ist nicht schwer.
aber warum sollte ich mich in so schreckliche Gefahr begeben, nur um diese Drachenschuppe von Walu zu bekommen? In dem Brief steht auch was über dich. Meiner Meinung nach bist du ja ein ziemlich aufdringlicher Kerl, deine Nase einfach so in fremder Leute Angelegenheiten zu stecken. Tut mir leid, aber ich habe wirklich nicht vor, zu Walu hinaufzugehen. Wer weiß, was der mir womöglich noch antut, so wütend wie der ist, geschweige denn, dass er mir eine Drachenschuppe gibt. Oder willst du mir etwa weismachen, dass du Walu irgendwie besänftigen kannst? Du lügst doch, und außerdem, reden ist nicht schwer, handeln aber sehr. Aber sollte es wirklich jemanden geben, der es schafft, auf diesen gefährlichen Drachenberg zu gehen und Walu zu treffen, dann würde ich ganz bestimmt auf alles hören, was dieser jemand sagt. Moment. Ja, jetzt müssen wir irgendwas machen, damit Link oder damit Walu auf uns hört. Das heißt, wir müssen quasi jetzt zu diesem Berg gehen, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, oder? Und wir sollten uns ja jetzt mit ihr treffen, also mit der Medoli, genau. Eigentlich finde ich ein schöner Name. Ja, kann man nichts sagen. Das heißt, wir müssen jetzt quasi... Ja, ich frag mal den da. Falls du vorhattest, zum Drachenberg zu gehen, muss ich dich leider enttäuschen. Wie du selber gleich unschwer erkennen kannst, ist nämlich die Brücke kaputt und der Weg ist somit abgeschnitten. Sicherlich könntest du auch durch den Teich bis ans andere Ufer schwimmen, nur ist dieser dummerweise ausgetrocknet. Aber ich bin sicher, dass der Stammesführer die Sache schon wieder irgendwie ins Lot bringen wird. Das heißt, ich kann hier gar nicht weiter? Ach so, aber ich kann da runter, oder? Da ist sie ja, oder? Ist das nicht Medoli? Ich glaube schon, oder? Du bist ja tatsächlich gekommen. Bitte verzeih mir, dich an einen so gefährlichen Ort gebeten zu haben. Früher war hier ein herrlicher Teich, der aus einem Geysir heraus entstanden war. Aber seit der ehrenwerte Walu so außer sich ist, versperrt ein Felsbrocken, der von oben in den Teich fiel, diese Wasserquelle, und der Teich ist ausgetrocknet. Aber erzähl mir bitte erst, ob es Komori schon besser geht. Aber nein, wie könnte es ihm auch besser gehen? Es ist vermutlich auch meine Schuld, dass Komori jetzt zu niedergeschlagen ist. Komoris Großmutter war nämlich die ehemalige Maid des ehrenwerten Walu und meine hochgeschätzte Lehrmeisterin. Doch war sie nicht nur seine Maid, sondern auch eine gütige sowie mutige Persönlichkeit zugleich. Meine Fähigkeiten sind noch viel zu bescheiden, um auch nur annähernd einen Vergleich mit ihr standzuhalten. Wäre ich doch nur meiner Aufgabe besser gewachsen, dann wäre Komori jetzt bestimmt auch nicht so desillusioniert. Ich habe eine Bitte an dich, Link. Ich würde gerne zum Draco-Sanktuarium auf dem Drachenberg gehen, aber ich schaffe es nicht alleine bis hinauf auf diesen Vorsprung. Wenn es mir jedoch gelingt, einen günstigen Wind zu erwischen, tragen mich meine Flügel bestimmt so weit. Und deswegen brauche ich deine Hilfe. Gern doch, ja, warum nicht? Da, danke. Bitte heb mich hoch und wirf mich in Richtung des Vorsprungs da oben. Du musst aber auf die Windströmung hier Acht geben, denn die verwinkelten Felsen sorgen dafür, dass die Windrichtung sich ständig ändert. Und sei bitte nicht zimperlich beim Werfen. Harte Zeiten verlangen harte Maßnahmen, also keine Rücksicht auf mich. Okay. Mir geht's gut, wirf mich nochmal. Vielleicht erwische ich jetzt einen günstigeren Wind. Alter, wie genial ist denn das? Es passt zwar irgendwie, meiner Meinung nach, zum Spiel überhaupt nicht, aber ja, ich muss genau darauf achten, wie der Wind jetzt weht.
Bitte wirf mich noch einmal damit eine günstige... Ja, sorry, das war jetzt nicht meine Schuld. Ich meine, ich bin doch geflogen. Ich habe sie doch richtig geworfen. Ja, erst wenn... Ja, jetzt! Ja, da ist... Wie soll das gehen, bitte? Es wird doch jetzt nicht hoffentlich daran scheitern, oder? Nein, es ist dann nach links. Und jetzt müsste er gleich mal nach gerade, oder? Ja! Ja, Sonne, Mond, Sterne tanzen meine Laterne. Ja! Die Frage ist ja, oder muss ich da nach ganz vorne? Wahrscheinlich nicht, aber anders geht's ja wahrscheinlich gar nicht. Ja, ich check's nicht, Leute. Ich meine, was soll ich denn machen? Sie hält sich ja nicht einmal fest. Und jetzt gleich, oder? Nein, nein. Ja, jetzt. Oder, Moment mal, muss ich da ein bisschen Abstand gewinnen, damit sie überhaupt ein bisschen an Höhe gewinnt? Ja, ich hab's gecheckt, hoffe ich. Zumindest irgendwie, irgendwo. Ja, jetzt wieder nach links und jetzt gleich geradeaus, oder? Ja. Ja, dafür kann ich jetzt nichts. Ja, aber sie haben verdammt viel Humor eingebaut in das Spiel. Und das ist das, worauf es mir ankommt. Es ist nicht so ernst wie die ganzen anderen Spiele, die man eh so kennt. Es ist verdammt lustig und lieb gemacht. Und ich finde, dass es auch gerade bei solchen Spielen... Ernsthaft? Okay. Ja, wirf mich noch einmal, wirf mich noch einmal, ja, wirf mich noch einmal. Ja, vielleicht muss ich sie ein bisschen weiter nach... Ah, okay. Da fliegt sie dann quasi gar nicht richtig. Nur so ganz kurz nach... Also es ist schon richtig gewesen, was ich gemacht habe. Nur muss sie quasi ein bisschen... Ja, ich check's überhaupt nicht. Und... Links, ja... Und jetzt nach rechts. Ja, jetzt! Ja, was zum... Ja, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber sie stellt sich gerade richtig, richtig blöd an. Da kann man jetzt sagen, was man will. Sie stellt sich jetzt gerade so richtig dämlich an. Da kann ja ich nichts dafür. Aber ich kann ja laufen auch, habe ich jetzt gerade gemerkt. Mhm. Ja, das kommt davon... Ja, was mich nämlich auch etwas ärgert, vielleicht habt ihr es eh schon noch ein bisschen gecheckt, sobald man einen Millimeter quasi falsch steht, mehr oder weniger, funktioniert zum Beispiel dies und jenes nicht. Ja, das war jetzt aber nicht mein Problem. Sorry, wenn ich das jetzt wieder so sage, aber was mache ich falsch, Leute? Ganz ehrlich, was mache ich gerade falsch? Ist der Anlauf, den ich jetzt hatte, etwa falsch, oder? Ja! Das wär's gewesen. Ja, ich check's nicht. Nee, Leute, ich sag ehrlich, was ist, ich check's gerade nicht. Ich muss ja irgendwie schaffen, dass der Wind geradeaus weht. Und der Anlauf bringt mir gerade, habe ich gemerkt, gar nichts. Ja, weil sie sich nicht festhält. Sie hält sich einfach nicht fest. Das meinte ich, genau das meinte ich. Ich stand jetzt nur einen halben Millimeter nicht da, wo ich sollte, und dann funktioniert das gleich nicht. Okay, vielleicht nicht ganz so weit weg.
Ja, Leute, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ja, ich schaue mir das mal eben jetzt offscreen an, wie das genau funktioniert. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich schaue mir das mal eben an. Und ja, bis gleich. Ja, ich habe mir das jetzt kurz angesehen. Ja, ich weiß jetzt, was mein Fehler ist. Ja, ich wurde aber allerdings auch nicht darauf hingewiesen von ihr. Ja, wir müssen tatsächlich auf diesen Vorsprung, weil es ist logisch, dass sie nicht die ideale Höhe erreicht, solange ich so blöd herumtue. Und ja, im Endeffekt müssen wir jetzt darauf achten. Ja, wieder Test nach rechts. Jetzt gleich dann mal nach links. Genau. Und jetzt dürfte es in ein paar Sekunden geradeaus sein, ne? Ja, genau. Vielen Dank. Ich gehe jetzt hinauf auf den Drachenberg und werde den ehrenwerten Walu treffen. Keine Sorge. Ich bin zwar noch eine Maid in der Ausbildung, aber ein wenig verstehe ich bereits die Sprache des ehrenwerten Walu. Wird schon schief gehen. Falls mir etwas zustoßen sollte, kümmere dich bitte um Komori. Zum Dank kann ich dir zwar nicht mehr als das hier anbieten, aber vielleicht erweist es sich als... Was? Erweist es sich ja irgendwann mal als nützlich. Du hast eine Flasche gefunden. Du kannst zum Beispiel Wasser mit ihr schöpfen oder sie noch mit jeder Menge anderer Sachen füllen. Und bitte erzähl niemandem, dass ich zum Drachenberg gegangen bin. Das muss unser Geheimnis bleiben. Also dann, ich werde mein Bestes geben. Ja, nice gemacht, würde ich mal so spontan sagen. Nur habe ich jetzt keine Ahnung, was ich hier noch zu tun habe. Weil wir können ja nicht rüber, ne? Weil ich kann ja nicht fliegen. Achso, ich muss da wahrscheinlich raufklettern, oder? Ja. Mhm. Ja, was anderes können wir eh nicht machen. Ja, zu dem Vater von ihr können wir wahrscheinlich gar nicht. Weil, ja, wahrscheinlich wird er jetzt ein bisschen enttäuscht sein, dass wir jetzt Komori nicht wirklich helfen können. Aber wir könnten Komori trotz... Ist das ja... Ist er nicht das? Link, weißt du vielleicht, wo Melody ist? Soeben wurde mir berichtet, dass einige fremde Ungeheuer in der Nähe des Drachenberges ein Mädchen, das Melody ähnlich sieht, verschleppt haben sollen. Nun, Melody kann aber unmöglich bis zum Aufgang des Drachenberges geflogen sein. Daher handelt es sich sicherlich um eine Verwechslung. Dennoch bin ich etwas beunruhigt. Ja, sie wissen ja nichts und ich darf ja nichts sagen. Ja, dann gehen wir nochmal zu Komori, würde ich sagen. Ja, wenn er erfährt, dass sie jetzt da ist, vielleicht macht er sich ja dann doch Sorgen um sie. Hallo? Was ist denn noch? Ach, das hier meinst du? Wenn ich es im Arm halte, dann beruhigt mich das irgendwie. Jedenfalls kann ich alles Unangenehme vergessen. Diese Kugel ist wunderschön, nicht? Sie wird Dins Diamant genannt und ich habe sie damals von meiner Großmutter bekommen. Meine Großmutter war früher die Maid von Walu und die einzige auf unserer Insel, die seine Sprache verstand. Wenn Großmutter doch noch leben würde, sie wäre bestimmt in der Lage, den tobenden Walu zu besänftigen. Egal, wie sehr sich Vater und die anderen auch anstrengen mögen, es ist vollkommen zwecklos. Wer könnte es dann schaffen, Walu zu besänftigen? Warum starrst du sie so an? Glaub ja nicht, dass ich sie dir gebe. Das ist nämlich mein Schatz, kapiert? Als ob ich den jemanden geben würde, der überhaupt nichts leistet. Alter, hat der ein Mundwerk. Ja, wenn ich ehrlich bin, bin ich ein bisschen negativ beeindruckt von dem Typ, weil er ist nicht nur ängstlich, sondern auch ziemlich frech. Aber Medulli hat uns ja gesagt, dass er da nichts dafür kann. Das ist halt bei ihm so, ne? So. Hoppala. Nein, ich wollte doch gar nicht runter. Ja, schauen wir uns trotzdem mal um. Weil da war Medulli. Was kann die Frau? Oh, dich sehe ich hier aber zum ersten Mal. Moment mal. Sag bloß, du hast das Plakat gesehen und bist wegen dem Nebenjob hier. Nee. Nicht? Naja, Pech für mich. In letzter Zeit sind nämlich alle wegen der Angelegenheit mit Walu verängstigt und es fehlt mir daher an Personal.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Dieser Baloo ist ja ein Drache, oder? Es wundert mich irgendwie gar nicht, weil... Moment mal. Ja, das habe ich mir gemerkt. Obwohl... Ja, dann heben wir es halt auf. Okay, da kommt nichts raus. Sollen wir die jetzt alle nach der Reihe zerstören? Ja, okay, da kommt auch nichts raus. Also ist das... Ist da vielleicht noch was oben? Wo ich... Nein, da geht's nicht drauf. Okay, ja, dann schauen wir mal da hoch, oder? Ja. Ja, für die Beendigung des Parts ist es fast noch ein bisschen zu früh. Ja, ein paar Minuten mache ich ja noch. Wer sind denn die hier? Hallo? Jedes Jahr veranstalten wir Orni einen Vogelmann-Wettstreit auf einer kleinen abgelegenen Insel, nicht weit von hier. So wie die Dinge aber im Moment liegen, frage ich mich, ob er dieses Jahr nicht vielleicht ausfallen muss. Es ist zum Federnraufen. Dieser Zwischenfall mit Valu hat alles verscheucht. Und jetzt fehlt es an allen Ecken und Enden am Personal, um die Post anzustellen. Ich habe ja so viel zu tun, also ab die Post. Okay, er jammert, dass er kein Personal hat, steht aber blöd rum. Ja, das ist wie jetzt momentan, ne? Die Leute wissen nicht, wie sie arbeiten sollen, haben so viele Aufträge, aber tun nichts. Früher hatten wir hier immer idealen Wind. Doch dass der Wind in letzter Zeit hier so verrückt spielt, liegt bestimmt daran, dass der Gott des Windes so erzürnt ist. Aber man kann es ihm ja kaum verdenken. Irgendjemand hat nämlich seinen Schrein zerstört. Es gibt schon wirklich gottlose Menschen auf dieser Welt. Ja, wir haben doch diesen Windregler. Ich meine, bringt uns der denn böse gesagt gar nichts hier? Kann ich von hier aus eigentlich ins Wasser? Ah! Nein, nicht. Ich will ja nicht runterfallen. Okay, dann weiß ich jetzt gerade überhaupt nicht, wo ich hin muss. Ja, das ist Medolys Zimmer. Achso, ich kann da hier raus, oder wie? Ja, schauen wir doch mal rein. Ja, die Steuerung mit dem Wii U Gamepad ist echt scheiße. Ja, im Vergleich zum Xbox-Controller zumindest. Hey, Kumpel. Wirf doch mal einen Blick über den Vorsprung. Du wirst feststellen, dass der Teich vollkommen ausgetrocknet ist. Aber das ist bei der Hitze nicht verwunderlich. Mhm. Ah. Aber schöne Aussicht. Kann man sagen, was man will, ja? Trotzdem, Leute, bevor ich jetzt herumgurke und mich überhaupt nicht zurechtfinde, würde ich sagen, ich beende hier den Part. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst der Welt ein Like und einen Kommentar oder zumindest eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder bei der Wind Waker HD. Bis dahin, macht's gut, Leute.